So, meine Hübschen, da bin ich nochmal. Und zwar habe ich jetzt für euch eine Idee mit Herz Haul. Ich habe eine Idee mit Herz bestellt und möchte gerne euch dran teilhaben. Ich habe jetzt die Preise leider nicht. Also was ich im Kopf habe, sage ich euch natürlich. Was nicht ist, ja. Aber ich verlinke euch die Seite zu Ideen mit Herz. Vielleicht schreibe ich es auch nochmal in die Infobox. Ne, da muss ich mal schauen. Hupala. Da ist einer gerade runtergefallen. Natürlich kann auch nur mir passieren. Vorbereitung ist ja auch alles hier, wie ich gerade feststellen muss. Ich roll das erstmal aus dem Schrank raus. Ich hatte das nämlich alles jetzt erstmal weggepackt. Und ich hoffe, das war's. Das ist mal. So, ich hatte nämlich doppelt bestellt, also nicht doppelt, aber ich habe zweimal bestellt bei denen. Und zeige euch gerne mal, was es gewesen ist. So, ich habe natürlich auch die Rechnung. Jetzt habe ich 43 Euro. Ideen mit Herz hat noch bis 31. Mai versandkostenfrei. Ne, also für diejenigen, die gerne mitbestellen möchten. Eins habe ich doppelt bestellt, aus guten Gründen. Und zwar habe ich mir diese Zerstäuber. Die weißen habe ich, wie gesagt, doppelt bestellt. Einmal das letzte Mal, einmal bei diesem Mal. Und ich wollte die ganz gerne einmal ausprobieren. Das sind diese Glitzerzerstäuber. So. Das sind diese Glitzerzerstäuber. Das sind 10 Gramm drin in irisierenden Weiß. Und ich will die mal ausprobieren. Ne? Also wie die sind, so mit diesen Pump-Dings und so. Will ich mal ausprobieren. Ja, dann habe ich das Weiße, wie gesagt, zweimal bestellt. Dann habe ich einmal Türkis und einmal in Violett. Finde ich ganz toll. Gab es natürlich noch andere Farben, mal gucken. Bloß da gab es dann Rot. Rot habe ich. Dann gab es Gold, habe ich auch. Also so diese Standards immer, was man denn halt immer hat. Deswegen fand ich die jetzt nicht. Und die haben, glaube ich, gekostet 95, wartet mal, ich habe doch die andere Rechnung gehabt, da steht es auch vielleicht drauf. 1,95, glaube ich. Glitzerzerstäuber, genau, 1,95. Ist jetzt nicht so günstig, aber mal gucken. Vielleicht lassen sie sich sogar umfüllen. Das heißt, ich kann nachher, wenn das alle ist, nachfüllen. Mal gucken. Weil ich finde das eigentlich ganz geil, so mit den Zerstäuben von... Besser als diese Schüttdinger, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich probiere es einfach aus. Dann fand ich das ja mal so ganz geil. Das ist Metallic-Garn. Oh, dieser Fokus. Dass der sich nicht selber fokussiert, das nervt mich ja, ne? Da sind 30 Meter drauf. Und ich fand die Farbe so geil. Das ist echt Hammer Flip-Flop. Und ja, wollte ich definitiv mal ausprobieren. Fand ich mega. Da gab es auch noch ganz viele verschiedene Farben. Also die kommen aber noch bei mir. Ne? Also die Farben bestelle ich mir definitiv. Dann habe ich mir einen Permanentmarker gekauft. Das ist jetzt... Moment, lass mich mal gucken. Das ist jetzt 8 mm. Ich habe einen 8 mm jetzt bekommen. Aber der hat, glaube ich, nur... Moment. Ach nee, der war in der letzten. Ich glaube, der hat nur 50 Cent gekostet. Deswegen habe ich den mitgenommen. Mal gucken, wie gut der ist. Ich habe einen von... Ist ein Millimeter? Ja, 7 Zentimeter. 0,8 hier. Ich habe den jetzt hier. Von Städtler. Der ist auch 0,8. So, und der ist auch 0,8. Ich will mal gucken. Der Unterschied zwischen den beiden. Möchte mich mal interessieren. Dann habe ich mir Sticky Tape gekauft. Oh, das ist ja furchtbar mit dem Fokus. Dann habe ich mir Sticky Tape gekauft.
Das ist jetzt 2x9 mm. Hab mir aber auch 1x3 mm und einmal. Nee, das ist einmal 3 mm, einmal 6 mm und einmal 2x9 mm. So, dass ich erstmal wieder gewappnet bin. Oder die haben 1 Euro gekostet, die haben 1,50 Euro gekostet und die haben jeweils 2 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob das billig ist, ob das teuer ist, habe ich keine Ahnung. Ich wusste nur, ich brauche es und ich habe alles auf Rechnung bezahlt, also bestellt. Ne, finde ich manchmal ja, sicherer. Dann habe ich mir einmal Glue Drops gekauft. Das sind quasi solche, kommen auf eine Rolle. Und das sind solche, da hier fängt es an, das sind solche kleinen Klebepunkte, dass ihr auf 3D-mäßig kleben könnt. Für Karten, also Ideen mit Herz ist ja, ich denke ich mal, viel mit Karten ausgelegt und sowas. Ja. Die habe ich mir gekauft, davon hatte ich noch eine Packung. Aber ich glaube, die ist fast alle. Jedenfalls suchen die hier nochmal mit. Dann habe ich mir die hier, gibt es auch ganz viele verschiedene Farben. Das sind solche Quadrate. Ich denke mal, die seht ihr mal ganz gut. Das sind solche Quadrate und so Mosaiksteinchen, sage ich jetzt mal, irisierend mit ja, so Strassoptik, so ihr wisst, wie ich das meine. Fand ich ganz geil. Davon habe ich auch schon einen benutzt. Und da sind 100 Stück drin. Ich glaube, die haben 1 Euro gekostet. Ja, ist jetzt nicht so günstig, aber Gott. 1 Euro. Dann habe ich mir, ich glaube, die haben auch jetzt hier jeweils 1 Euro oder 50 Cent gekostet, solche Blätter gekauft, solche Strassblätter gekauft. Da sind, ich habe keine Ahnung, wie viel da drin sind. Ist da was drauf? Keine Ahnung. 50 Stück, 100 Stück. Ich habe keinen Plan, ist auch völlig wurscht. Habe ich mir die jedenfalls gekauft. Habe ich mir einer von denen gekauft. Sowas habe ich ja noch überhaupt nicht. Von gar keinem nicht. Also hatte ich auch noch nie in Tauschpakete oder sowas. Ich wollte mir die einfach mal angucken, wie die in Real Life aussehen. Und ja, das sind jetzt Strassblatt-Ornamente. Die durften einmal mit. Dann habe ich mir zweimal diese kleinen Mini-Röschen gekauft. Gab es natürlich auch in vielen verschiedenen Farben. Und ich fand jetzt die einmal ganz toll. Da sind, glaube ich, 100 Stück drin. Oder 50 Stück drin, kann ich sagen. Und ich habe mir zweimal in rosa, natürlich wird das anders sein, in rosa gekauft. Fand ich ganz toll. Die habe ich mir. So, dann habe ich mir. Oder anders gesagt, dann habe ich falsch geguckt. Ich hatte mir diesen Rollflash, aber Wachs. Ich habe gedacht, okay, so blöd bist du ja eigentlich gar nicht. Die haben bestimmt Fehler gemacht. Nee, es steht wirklich Wachs auf dieser Liste drauf. Habe ich falsch geguckt und ja, ich hatte dann einen Bilderrahmen, also einen weißen Bilderrahmen, denn mit denen gemacht, wollte ich ja natürlich vergolden. So goldene Akzente setzen. Ne? Oh, und ich wundere mich, warum ging das nicht? Ja, Wachs, toll. Naja, aber ich will das mal ausprobieren, denn zu Weihnachten, wenn man nachher Kerzengestaltung macht und so. Ja, den hatte ich mir dann so gekauft, als Fehl quasi. Oder was heißt die Fehl? Fehl ist es ja gar nicht. Und ich habe mir jetzt richtig von Rollflash 6 Farben gekauft. Also die richtigen Farben und ich möchte die einfach mal ausprobieren. Wenn die gut sind, kaufe ich mir die natürlich die anderen Farben auch. Und das sind jetzt die Metallic-Farben. Gibt es natürlich auch in, ich glaube, normale Farben. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das Flieder. Das ist Lindgrün. Ist auch ganz toll. Und verfälscht. Also ist echt noch dunkler in Wirklichkeit als jetzt in der Kamera. Ich weiß nicht, wie ich euch. Also das ist wirklich noch dunkler.
Dann haben wir hier Himmelblau. Es ist mehr Türkis. Also es geht mehr ins Türkise, das Himmelblau. Das ist echt heller, als die Kameras das wiedergibt. Dann haben wir Rosé. Die Farbe stimmt so in etwa. Dann haben wir hier Creme. Ist auch ein bisschen ein Hauch goldener, als es jetzt hier angezeigt wird. Und natürlich Gelb. Da stimmt das auch. Ein bisschen, ein Tickelchen dunkler. Das sind alles jetzt diese Metallic-Farben. Und da bezahlst du, ich glaube, 3,75 €. Ich meine, ist eine Stange Geld, muss man ja mal so sagen, ne? Ja, 3,75 €. Aber ja, musste sein. Dann habe ich mir. Ach so, dann habe ich mir einen Prickel- und Prägestift, also so einen 4-in-1-Stift gekauft. Ich mache den jetzt mal auf für euch, dass ihr euch den mal mit angucken könnt. Und ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe. In irgendeinem Video. Dann habe ich gedacht, geil, den möchtest du auch haben. Und der hat echt gekostet. Was hat er gekostet? Lass mich gucken. Der hat gekostet 3,95 €. Und das ist so ein Präge und Präge. Hier seht ihr ein Pin. Hier seht ihr die Stärken. Ganz, ganz dünn. 1,5. Also die Kugeln. Fand ich ja ganz geil. Den musste ich unbedingt haben. So ein Schwarz hatten wir noch nicht. Den fand ich so geil. Der musste einfach mit. Ich fand den der Knaller. Ich fand ihn cool, der musste mit. Und das ist ein. Moment, kriege ich das jetzt wieder hin? Prickel und Präge. Prickel und Prägestift. 4 in 1. Ja, fand ich ganz toll. Der musste mit. And last but not least habe ich mir bestellt Folien. Das sind 50 Stück. Habe ich mir gleich zweimal bestellt. Und zwar für die Reliefsticker, die ich habe. Ich hole euch mal eine raus, damit das nicht so quietscht. Und zwar ist hier drin, oder ist es hier eingeschweißt. Ich weiß, kann man sich locker selber machen, aber nie wollte ich nicht. Dann hat die liebe Bastelmami natürlich gesagt, klar, mache ich dir fertig. Aber ich wollte sie dann aber auch nicht belasten damit. Und ja, jedenfalls habe ich die dann bestellt. Und da kommen dann meine ganzen Reliefsticker rein. Ich habe ja von allen möglichen Leuten, habe ich glaube ich schon mal gezeigt, von allen möglichen Leuten oder selber gekauft, diese ganzen Reliefsticker. Alles Mögliche und viel und voll. Arbeite ich unglaublich gerne mit. Und ja, es tut mir leid, dass dieser Arm da ist. Ich kriege das leider nicht, noch nicht anders gebogen. Und arbeite ich unglaublich gerne mit. Und von der Warte. Und ich fand dieses Wühlen immer so furchtbar. Dann hatte ich das durch Zufall bei Idee mit Herz gesehen, habe ich gesagt, zack, bestellste. Ja, so war es dann auch. Und da habe ich mir dann sicherheitshalber vielleicht ein paar mehr bestellt. So. Das ist auch die letzte Wackelei. Und normalerweise kriegt man ja von Idee mit Herz als Goodie so ein Reliefsticker-Bogen. Und diesmal habe ich einen Ideen mit Herz Wandkalender bekommen. Den fand ich auch total niedlich. Viel Glück für das Jahr 2017. Fand ich auch total niedlich.
Januar war das Schwein. Also, da sind wir ja von ab, ne? Wir haben ja schon Mai. Die Hundebabys. Oh lala, wie kann ich euch das denn so? Die Hundebabys. Ist der Februar. Das ist der März. Also, ist auch eine schöne, ne? Achte dich selbst, wenn du willst, dass andere dich achten sollen. Also, man kann auch schön schreiben drauf. Achso, ist überall so ein Spruch drauf. Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Aha. Ja, gut zu wissen, ne? Das finde ich auch total niedlich. Die Fantasie ist ein wenig Frühling. Ja. Das finde ich auch. Guck mal. Ist das Zucker? Das ist der Juni. Der Juli. Also das sind echt schöne Fotos. Der August. Oh lala. September. Oktober. November. Und der Dezember. Fand ich total niedlich. Ja, den gab es gratis dazu. Moment. Kann man den Anfang wieder finden? Da. Ja. Der kommt bei mir in die Küche an der Wand. Und was haben wir denn noch so schönes hier? Dann haben wir natürlich die Messetermine 2017. Ich halte die einfach mal so sporadisch in die Kamera. Falls es jemand interessiert von euch. Könnt ihr jetzt pausieren. Was haben wir noch? Achso, das andere ist nur eine Widerrufsbelehrung. Ja. Dann ist der Karton auch leer. Ihr Lieben, das war mein Haul von Idee mit Herz. Ich will einiges testen. Ich weiß jetzt nicht, wer mich jetzt schon oder wer mich bei Instagram verfolgt oder folgt, beobachtet, ich habe keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Da zeige ich ja auf jeden Fall vieles, was ich mache. Das heißt, ich mache ja kein... wie sagt man denn so schön? Ich beneide jeden, der jetzt sagt... die können Tutorials machen. Das, was ich mache, ist, ich kann ja mit meinem Handy nicht pausieren. So, und dementsprechend ist das immer blöd, wenn ich jetzt anfange zu basteln und dann suche ich irgendwas. Und dann stundenlang und keine Ahnung. Und das müsst ihr ja alles nicht, ne? Und auch die liebe Doreen beispielsweise. Die haben mir schon alle gesagt, wie ich Filme zusammenschneiden kann. Aber ich bin zu hohl dafür. Also im Moment habe ich auch keine Lust noch, mich damit auseinanderzusetzen. Also noch nicht halt, ne? Und ja. Deswegen kann ich da noch keine... Also ich erkläre auch, ne? Also ich zeige ja denn, was ich gemacht habe. Und wenn mich jemand fragt, Mensch, wie hast du das gemacht? Ist ja kein Problem, erkläre ich dann auch. Und ja, ich hoffe, ihr habt da noch ein bisschen Verständnis für mich. Ihr Lieben, das war mein Idee mit Herzhol. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er konnte euch inspirieren. Da vielleicht. Also wer jetzt wirklich noch die Chance nutzen möchte, 30 Euro, also bis 30 Euro oder ab 30 Euro versandkostenfrei in Deutschland. Ab 50 Euro in Österreich oder Schweiz. Oder unter Schweiz? Ich weiß es nicht. Und oder Schweiz.
Ja, also ne, die das noch nutzen möchten. Ihr Lieben, ich verabschiede mich erstmal und das nächste Video folgt sogleich. Bis dann. Tschüss.